So Leute, willkommen zurück zu 4. Nochmal eine Schnellspeicherung, die man gerade oben noch gesehen hat. Und Assassins, bei denen ich mittlerweile, glaube ich, weiß, wie ich sie gut bekämpfen kann. Nämlich schön Bulletin-Mode an, was ich irgendwie gerade eben ganz verdrängt habe. Aber trotzdem, hier ist es so arschig dunkel. Okay, Upload läuft. Offenbar wurde Icarus zugunsten von etwas mit der Bezeichnung Perseus beendet, das anscheinend vom Verteidigungsministerium finanziert wird. Vermutlich stammen Fendler und seine Soldaten von da. Okay, wieder eine kurze Nachricht, aber... Wie glaube ich, bei jeder Nachricht immer weiter aufs Neue das Gefühl, pass auf dich auf, mein Junge. Das ist besser so. Jupp, mach das, was er nicht getan hat. Wie gesagt, pass auf dich auf. Und wir kriegen wieder First Aids hinterhergeschmissen, was ich verdammt gut finde, denn ich hatte nicht mehr so viele vorhin. Oder eben. Naja, also, vor euch jetzt schon ein paar Episoden her. Oder eine, oder zwei. Für mich nicht so lange, weil wie gesagt, ich nehme wieder eine Menge am Stück hier auf. Und damit sind wir wieder voll. Nicht schießen. Mein Name ist Norton Mapes. Ich bin Programmierer. Shit. Ein Zivilist. Gib ihm ein Funkgerät. Mein Gott, ist er. Hallo? Wer seid ihr, Leute? Die guten Jungs. Alles in Ordnung? Oh klar. Ich habe jede Menge Spaß. Sie sagten, Sie sind Programmierer? Können Sie mir helfen, ins Netzwerk zu kommen? Muss ich mich etwa herumkommandieren lassen? Wenn Sie das lokale Sicherheitssystem deaktivieren, könnte ich mir den Server ja mal anschauen. Ich kann ihn ferngesteuert deaktivieren, sobald ich eingeloggt bin. Nein, das geht nicht. Er ist in einem separaten Netzwerk. Hey. Oh, danke. Ja, ich meine, er ist verdammt hässlich und... Er ist da hinten. Warum sollen wir das Sicherheitssystem überhaupt ausschalten? Das ist unwichtig. Es ist der Preis für meine Hilfe. Ich warte einfach hier. Ich traue dem Dicken nicht. Überhaupt nicht. Und das liegt nicht daran, dass er dick ist. Das liegt einfach daran, dass ich eine T-Mitteilung sende. Nein, das liegt einfach daran, dass ich, weiß nicht. Der verhält sich viel zu verdächtig, um normal zu sein. Deswegen werden wir voran einen Schnellspeicher anrichten. Die Lache war so unnötig. Ah, verstehe. Da lang. Wir gehen da lang, weil's. Wobei die Sicherheitssperren so ein Riegel könnten für uns eigentlich auch nur hilfreich sein. Außer es entpuppt der Typ sich als kleiner Adam von Metroid Fusion. Oder Adam. Wem auch immer, welche Aussprache nun lieber ist. Wenn das noch eine persönliche Nachricht. Ich will aber erst da hinten lang gehen. Um festzustellen, dass hier ebenfalls nichts zu holen ist. Howlaloli? What the fuck? Okay. Das ist, glaube ich, das Zimmer von dem Typen, den wir gerade gesprochen haben. Schwer erkennbar. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Ian Hives. Norton, Ian Hives hier. Hören Sie, Alice Wade war heute Morgen bei mir. Es ist mir etwas peinlich, das zu sagen, aber, also, Sie müssen sich bei ihr etwas mehr zurückhalten. Mir persönlich ist das ja scheißegal, aber wir brauchen jetzt wirklich keine Anklage wegen sexueller Belästigung, die unnötige Aufmerksamkeit auf die Arbeitsgruppe lenkt. Schließlich soll das alles geheim bleiben, klar? Danke, Norton. Ende der Nachrichten. Gut, ich muss ja wieder leiser machen. Moment. Okay, der ist scheinbar irgendwie so ein perverses Arsch gewesen. Oder ist einer. Ach, da unten sind wieder so Johnnies. Oh, holy moly. Ich habe keine richtige Waffe mehr. Na, ganz toll. Ich weiß, warum ich die ganze First Aid Kacke bekommen habe. Damit ich nicht so spiele wie jetzt gerade. Ja, nix macht hier. Ich bin wieder total unsicher. Ach, da unten steht der. Erstmal schön verguckt. Ja, super.
Die weg? Alle? Anscheinend schon. Dann komme ich von da hier rum. Ja, ich glaube, die bin ich jetzt einfach nur zu denen runtergegangen. Ich hoffe doch. Weil sonst gehe ich nochmal zurück. Gut, okay. Gib mir mal Munition hier. Ich hab nichts mehr von meinem Sturmgewehr. Ich hab gereimt. Aha, selbst in so einer Situation fängt der Junge an zu reimen. Ist der nicht goldig? Ja. Ja. Hey. Hey, hey, hey. Als ob ich darauf reinfallen würde. Steht da um der Ecke gemütlich, snackt sein Brot, sein Nutella-Brot. Nee, nicht gut, nicht richtig vor allem. Okay, nochmal Reload. Ich hab nichts mehr. Hallo. Ey, da hinter dir ist noch einer. Wow, noch ganze... Wow! 2 Schuss. Jetzt muss ich meine Shotgun nehmen. Hey, Moment, da ist er ja. Hallo. Danke. Kumpels, dass sie nie aufgeben. Niemals. Sie wissen doch, dass sie keine Chance... Also, sie müssten doch eigentlich wissen, dass sie keine Chance haben. Ich meine, woher nehmen sie sich dieses Selbstbewusstsein? Ich meine, dass ein Typ, ein einziger, einer, ich wiederhole, eine, in Zahlen 1. Ich halte gerade einen Finger hoch, um es nochmal zu verdeutlichen. Ich schieße vielleicht noch eine Web... Nein, mache ich nicht. Und die sind trotzdem so lebensmüde. Also, was wollte ich denn sagen? Genau, ein Typ, der ihre ganze Bataillon quasi über den Haufen ballert. Ein einziger. Und sie machen weiter. Ich meine, gut, Befehl von oben, aber... nö. Wäre ich nicht so mit einverstanden, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ich bin keiner von denen. Ich bin schließlich der Ein-Mann. Die Ein-Mann-Armee. Die hier ordentlich aufmischt. Und ich sollte, glaube ich, echt mal, hier Minen mitnehmen. Wow. Holy. Was ist das? Egal. Ist das hier das Aktivierungsding? Ja. Checkpoint wird gespeichert. Das müsste genügen. Mr. Mapes, hören Sie mich? Mr. Mapes? Wo steckt dieser Idiot? Scheiße, dann machen wir es eben auf die harte Tour. Okay, suchen Sie den Server und booten Sie ihn neu. Ja, ja, ja. Der Fettsack ist abgehauen. Hab ich nicht gesagt? Hab ich nicht gesagt? Der Typ wird doch nur hier raus. Seinen hässlichen Arsch retten. Naja, der wird nicht weit kommen. Der wird nicht weit kommen. Der wird genau nicht so weit, wird genau so weit nicht kommen wie die Leute hier. Was ist das denn jetzt für ein Deutsch? Egal. Er wird jedenfalls nicht weit kommen. Was wollte ich damit sagen? Gehen die Fahrstühle eigentlich wieder? Nee, die sind natürlich immer noch kaputt. Egal. So. War hier nicht irgendwo so eine Barriere? Wo ich noch ein... Wo war denn das? War das nicht hier irgendwo? Ja, hier war der... Oder das... Büro von dem Fetten. Ja, da hinten meine ich doch. Hier. Irgendwie geht es trotzdem nicht auf. Warum auch immer. Ja gut, das hier kann ich verstehen. Das ist, ein bisschen defekt. Ein bisschen sehr defekt. Na egal, dann suchen wir jetzt halt den... Ja, hier ist doch auf. Ja, toll. Und das führt uns jetzt wieder hier runter. Also manche von diesen Toren werden doch wohl noch auf sein. Also das Ding ist kaputt, das kann ich, glaube ich, vergessen. Ich weiß jetzt nicht, wo der Dicke langgelaufen ist. Wie ist der Mr. Mapes? Mr. Mapes. Aber hier scheinbar nicht. Oh, Halleluja. Halleluja, was habe ich denn jetzt gesagt? Autsch. Ja.
Kumpels. Okay. Wir machen hier einen Speicher. Ungefähr so. Und das war's für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ciao.